Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Heute habe ich für euch den Nissan Qashqai mitgebracht. Ja, der Nissan Qashqai zählt in den Kompakt-SUV-Segment zu einem der wichtigsten Player und ist unter anderem auch das wichtigste Modell für die Marke Nissan auf dem deutschen Markt. Und aus dem Grund schauen wir uns doch mal an, was dieses kleine SUV so kann und ob es tatsächlich eine Kaufempfehlung von uns gibt. Viel Spaß! Ja, hier steht er nun also, der Nissan Qashqai, zweite Generation, seit 2006 auf dem deutschen Markt erhältlich und seit 2013 in der Version Nummer 2. Und seit 2017 gibt es dann die Modellpflege, die wir jetzt hier haben, schon. Und wie wir sehen, von außen ein sehr, sehr schönes Design, sehr ein bisschen sportlich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Sehr schön hier, typisch für Nissan. Dieses Chrom-V, was das Nissan-Logo beinhaltet in der Mitte. Dann haben wir hier noch so silberne Applikationen, so einen angedeuteten Unterfahrschutz soll es hier unten sein, der nicht lackiert ist. Optional gibt es übrigens Voll-LED-Scheinwerfer. Wir haben hier normale Halogen-Scheinwerfer, die aber mit einer Scheinwerferwaschanlage versehen sind. Dann liefere ich euch erst einmal ein paar Daten hier zum Nissan Qashqai noch zusätzlich. 4,39 Meter ist das SUV übrigens lang. Wenn wir uns das so ein bisschen von der Seite anschauen, es macht auch einen schon stattlichen und guten Eindruck und passt auch hier schön in diese Kompaktklasse hinein, die so hart umkämpft ist, unter anderem mit dem Opel Grandland X, den wir euch ja vorgestellt haben, oder aber der Seat Ateca, der hier auch schon aufgetaucht ist. Und der VW Tiguan kämpft natürlich hier auch noch mit. Auch den haben wir im Video festgehalten für euch. Also jetzt schauen wir uns tatsächlich hier mal den Japaner ein wenig genauer an. Übrigens, der baugleich ist Renault Kadjar, ist dann hier sozusagen sein Zwillingsbruder. 1,6 Tonnen schwer ist der Wagen. Hier haben wir ihn in der N-Connector-Ausstattung mit 18 Zoll. Leichtmetallrädern und in einem Dark Grey Metallic stehen. Übrigens, so 2 Tonnen darf der Qashqai hier mit dem 1,7 Liter Turbo Diesel und 150 PS an den Haken nehmen, wenn man denn tatsächlich den Qashqai als Zugfahrzeug noch nutzen möchte. Am Heck sehen wir auch sehr, sehr schön riesige große Rückleuchten, die bis weit in den Kotflügel hinten hineingezogen sind. Zudem bietet er jetzt hier oben auch noch eine sehr, sehr schöne Schulterlinie, so ausgeformt. Also an sich ein wirklich sehr schönes, aber jetzt auch nicht sonderlich hervorragend reinschauendes SUV in meinen Augen, schlicht und ergreifend typisches Kompakt-Mittelmaß, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir werfen jetzt den Blick in den Kofferraum vom Nissan Qashqai, der ja wirklich interessant ist für vieles. Also schauen wir doch mal an. Übrigens, hier unten verbirgt sich die Rückfahrkamera. Es gibt ein 360-Grad-Kamerasystem. Beim N-Connector ist es dann übrigens ab Werk dabei. Heckklappe schwingt ausweichend groß und weit nach oben. Dann haben wir hier den Kofferraum. Der hat einen doppelten Ladeboden. Man kann diese einzelnen Platten hier rausnehmen. Das sind insgesamt 2 Stück. 430 Liter Kofferraumvolumen ergibt sich hier raus. Am breitesten Punkt haben wir 1,11 Meter, um Ladegut unterzubringen. Maximal sind es übrigens 1.598 Liter, was wir hier einladen können. Ich kann einfach mal sagen aus der Praxis, hier geht schon so durchschnittlich viel rein. Ich würde mal sagen, übermäßig viel ist es nicht, aber es ist auch nicht allzu schlecht. Deswegen schauen wir jetzt einmal mal kurz, wie der Fond gestaltet ist und ob wir da auch ordentlich sitzen können. Die Heckklappe, da haben wir jetzt einen Griff rechts, schließt mit einem Schwung. Naja gut, der Kennzeichenhalter ist jetzt ein bisschen blöd gemacht, der klappert. Aber gut, das ist ein Europcar-Mietwagen. Jetzt schauen wir mal hier in den Innenraum rein. Da sehen wir schon mal eine schöne Polsterung, Stoff natürlich, Isofix. Da müssen wir die Dinger hier rausnehmen und dann kommen wir hier an die Haken ran. Das sieht aber auch ein bisschen fummelig aus, weil dieses Plastik hier tatsächlich ein bisschen an dem
Haken hängt. Die kann man reinräumen, schmeißt man an die Türverkleidung rein. Übrigens in der Türverkleidung, da passt eine kleine 0,5 Liter Wasserflasche rein. Wir haben hier noch ein Ablagefach und hier eben eine Mittelarmlehne, die jetzt ein bisschen quietscht, mit zwei Becherhaltern. Aber ich setze mich mal rein. 1,78, etwas ausladendere Maße wegen Bäuchlein. Die Tür machen wir jetzt einfach mal zu. Wir sitzen hier äußerst gut. Der Sitz ist auf meine Größe von 1,78 eingestellt, mit, wie gesagt, ein bisschen Komfort fürs Bäuchlein. Ja, so ungefähr knapp anderthalb Finger kriege ich noch vorne zur Lehne, die aber ausgeformt ist. Die Füße passen einwandfrei hier unter die Sitze, das heißt, man kann sehr bequem sitzen. Drei Personen, drei Erwachsene auf der Rückbank eher nicht. Zwei Kindersitze wegen Isofix, drei mehr auch nicht. Drei gehen auch nicht rein, das heißt also zwei Kindersitze passen in den Vor-Reboarder-Kindersitz. Nur bei Fahrern, also hinter dem Fahrersitz, wenn man tatsächlich nicht über 1,70 groß ist, dann würde es gehen. Auf dem Beifahrersitz geht es natürlich dann, klar, wenn er nach vorne geschoben wird, dann würde man hinten auch noch installieren können. Der Beifahrer-Airbag rechts ist übrigens abschaltbar. Und dann würde ich aber sagen, wir steigen jetzt um und steigen nach vorne, damit wir auch euch den Innenraum noch ein wenig zeigen können. Übrigens hier, der Knopf ist übrigens für den schlüssellosen Zugang, den es auch ab Werk gibt. Damit wird das Fahrzeug dann abgeschlossen. So, dann schauen wir uns den Innenraum noch einmal ein bisschen an. Ich habe jetzt den Motor gestartet, damit die Klimaanlage läuft. Es ist schon arg kalt, warm draußen, Entschuldigung, damit es ein bisschen kühler hier drin wird und ich nicht so sehr schwitze. Schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Also, das ist jetzt die Fahrerposition und hinter dem schönen Dreispeichenlenkrad. Das ist wirklich sehr, sehr hübsch. Das ist jetzt seit dem Modellpflege ist das auch etwas verändert worden vom Design her. Es ist unten leicht abgeflacht. Das ist schön. Was uns auffällt, wir haben komplett analoge Instrumente, die sehr altertümlich jetzt für viele wirken werden. Die aber natürlich in ihrer Ablesbarkeit hervorragend sind. Das muss man auch sagen. Gerade für ältere Personen mit sehr großen Zahlen und logisch verständlich, das muss man einfach mal anerkennen, dass Nissan hier wirklich einfach ein sehr, sehr klassisches Kombi-Instrument designt hat. Wir haben das Multifunktionslenkrad, wir haben hier die Bedienung des Audio- und Bordcomputers. Dann auf der rechten Seite haben wir hier die Bedienung für den Tempomat und die Sprachsteuerung sowie das Telefon untergebracht. Assistenzsysteme befinden sich dann hier unten tatsächlich angebracht, sowie die Verstellung für die Helligkeit des Kombi-Instruments. Und gehen wir auch langsam zurück, schauen uns den Monitor hier einmal an, denn der ist tatsächlich so ein Hauptknackpunkt. Sehr klein, 7 Zoll groß, nicht sonderlich hochauflösend, auch eine sehr, sehr einfach aufgebaute Kartendarstellung hier. Gefällt mir nicht sonderlich gut, zudem eher flach nach hinten geneigt und so leicht, also nur genau mittig. Das heißt, der Fahrer schaut ein wenig schräg auf den Monitor. Das heißt, es kommt oft zu Spiegelungen, vor allem auch durch Lichtverhältnisse, wenn das Licht hineinfällt, dann ist das Display sehr schlecht ablesbar. Wir haben hier Schnellzugriff-Tasten, die tatsächlich uns die Möglichkeit bilden, hier mit dem Swipen kommen wir dann durch die einzelnen Menüs hin. Wir können es ein bisschen gestalten, können auf die Karten darstellen, wir können hier auf das Audiosystem zugreifen oder aber hier auf das 360-Grad-Kamerasystem. Die Kameras sind allerdings nicht so schön auflösend. Wir können sicherlich auch, nein, können wir nicht, wir können hier nicht die einzelnen Kameras auswählen, sehr, sehr schade. Klimabedienteil ebenfalls sehr übersichtlich. Sehr schön übrigens, wir haben eine beheizte Windschutzscheibe mit Heizdrähten. Die Klimaanlage arbeitet sehr schön. Hier ist noch ein kleines Ablagefach. Es gibt keine Induktivladeschale. Der Schaltknauf liegt übrigens sehr, sehr hoch. Also das ist schon so ein bisschen so wie ein LKW-Lenker. LKW-Schaltknauf finde ich viel zu hoch, den Stick. Aber gut, das ist natürlich auch so eine Geschmackssache. Lüftungsdüsen hier oben, Materialien sind aufgeschäumt tatsächlich, aufgeschäumte Kunststoffe, auch sauber eingepasst, gut verarbeitet, da fehlt sich nichts. Die Sitze sind ausreichend bequem, bieten guten Seitenhalt oder ausreichenden Seitenhalt, sagen wir es einfach mal so, und einen guten Verstellbereich, sind auch sehr bequem auf längeren Strecken und die Rundumsicht ist auch nicht allzu schlecht. Da oben würde es dann tatsächlich noch ein Panoramadach geben. Das können wir dann tatsächlich hier aufmachen. So sieht das Panoramadach dann aus.
Ist allerdings, muss man gleich sagen, nicht elektrisch zu öffnen, sondern einfach nur ein Glasdach, ein starres. Genau, dann machen wir auch hier wieder zu so ein bisschen. Geht nicht automatisch. Dann würde ich auch sagen, wir starten unsere Fahrt und dann erzähle ich noch was zum Fahreindruck. Ja, wir bewegen uns jetzt mit dem Nissan Qashqai auch und unter der Haube werkelt ja ein 1,7 Liter Turbo Diesel mit 150 PS und 340 Newtonmetern Drehmoment. Man muss aber auch gleich sagen, was auffällt ist, dass die Lenkung zwar, die Lenkung ist okay, sage ich jetzt einfach mal, ja, aber es könnte einfach ein bisschen mehr Gefühl drinnen sein in der Lenkung. Ebenso, was mir fehlt, ist tatsächlich noch so ein bisschen diese, die Direktheit. Also es ist so, es ist einfach ein bisschen indirekt. Aber gut, ist sicherlich auch für die meisten Fahrer völlig in Ordnung und sicherlich auch nicht verkehrt. Ich selbst finde den Diesel, der unter der Haube arbeitet, es geht so. Ja, muss man auch sagen. Denn das Gelbe vom Ei ist er jetzt nicht wirklich. Für ein 150 PS Aggregat zieht er die Wurst jetzt auch nicht unbedingt vom Teller. 1,6 Tonnen wiegt der Qashqai. Das ist nicht allzu schlecht, aber das Problem ist, er braucht Drehzahl. Also der Motor braucht ungefähr so 2200 Umdrehungen, ehe er tatsächlich wirklich richtig aus dem Puschen kommt. Ja, das ist eigentlich sehr ungewöhnlich für einen Diesel. Vor allem die meisten Diesel fangen schon so ein bisschen unter 2000 Umdrehungen an. Offiziell natürlich, muss man auch ganz klar sagen, sieht es so aus, dass der Qashqai offiziell 1750 Umdrehungen, dann hat er sein Maximum erreicht an Drehmoment. Das ist zwar der Papierwert, in der Praxis sieht es halt einfach nun mal anders aus. Der Verbrauch liegt jetzt bei mir bei 6,9 Litern. Ich bin aber auch sehr viel Autobahn gefahren und da dann auch meist 160 bis 200 knapp. 192 läuft der Wagen Vmax, das heißt also ich bin oft im Vmax-Bereich auch unterwegs gewesen. Dafür ist der Wert in Ordnung. Und wer ihn ruhig fährt, der schafft auch Werte unter der 6-Liter-Marke, denke mal ohne Probleme. Das Fahrwerk an sich ist eher weich abgestimmt. Vom Schluckvermögen her würde ich auch sagen, ist die Federung gut. Das heißt, es ist ein komfortabel ausgelegtes SUV, jetzt nicht unbedingt wie die anderen, ein sehr straffes SUV. Und damit kann man ganz gut leben. Was mich echt ärgert, ist dieser Schaltknauf. Dieser Schaltknauf ist viel zu hoch. Wie gesagt, kommt sich vor wie so ein LKW-Fahrer, der in so einem riesigen Hebel da umeinander wurschtelt. Zudem irgendwie immer so ein bisschen hakelig ist das Getriebe. Gefällt mir jetzt auch nicht sonderlich gut. Die Klimaautomatik, jetzt natürlich kann man sie richtig testen bei über 30 Grad Außentemperatur. Arbeitet sehr, sehr schön und sehr, sehr gut. Das Glasdach, ich persönlich würde es zulassen. Gerade bei solchen Temperaturen, Licht kommt zwar rein, aber ein starres Glasdach ist jetzt in meinen Augen auch nicht so der Burner. Was bleibt sonst noch zu sagen? Assistenzsysteme gibt es natürlich auch für den Nissan Qashqai. Ich habe jetzt hier lediglich den Querverkehrswarner. Ich habe eine 360-Grad-Kamerasystem zum Ein- und Ausparken. Ich habe auch einen Spurverlässwarner, denn der piepst nur. Ist völlig ausreichend. Also in meinen Augen braucht man das Teil Autonomiefahren sicherlich nicht. Vor allem die meiste Kundschaft, die den Wagen kauft, wird vermutlich nicht den Wagen so häufig auf Langstrecken einsetzen, sondern vielmehr im Kurzstrecken- und im Alltagsbereich. Ja, Ende der Fahrt mit dem Nissan Qashqai. Jetzt kommt natürlich die große Frage, kaufen oder nicht kaufen? In meinen Augen eher als Neuwagen, nein. Definitiv nicht, denn das Fahrzeug ist einfach viel zu angestaubt, was viele Bereiche betrifft, unter anderem Infotainment, Kamerasysteme, Fahrwerk zu indiffizil und zu weich einfach. Da fehlt irgendwo noch ein bisschen mehr die Rückmeldung im gesamten Fahrzeugbereich. Der Motor, muss man auch sagen, ist jetzt antrittsstark im oberen Drehzahlband, untenrum einfach nichts, was man vom Diesel vielleicht mehr erwarten würde. Also insgesamt wirkt dieses Auto für mich schlicht und ergreifend einfach angestaubt und ist auf den Neupreis von 33.220 Euro, so wie er dasteht, in der N-Connector-Ausführung mit dem 150 PS Diesel nicht wert. Heißt aber, als Gebrauchtwagen ist er durchaus sicherlich interessant, vor allem wenn der Preis stimmt. Es gibt sehr, sehr gute Rabatte aktuell
Und wer dann tatsächlich ein aktuelles Schnäppchen findet in den Gebrauchtbörsen, der sollte zuschlagen. Ab 2017, wie gesagt, die Modellpflege würde ich euch auf alle Fälle ans Herz legen. Der Motor, der 150 PS, passt hier auch sehr, sehr gut rein. Also meine Empfehlung, als junger Gebrauchtwagen, vielleicht Anfang 2018 zugelassen. Und dann sage ich jetzt einfach mal, für rund 20.000 Euro sollte der Wagen hergehen. Dann könnt ihr zuschlagen. Jetzt hoffe ich, ihr habt auch zugeschlagen und habt den Abo-Knopf bereits gedrückt und einen Daumen nach oben gegeben. Wenn euch das Ganze nicht gefallen hat, dafür ist natürlich der Daumen nach unten da, ist ganz klar. Ich würde mich aber freuen, wenn wir konstruktiv über das Fahrzeug diskutieren, gerne auch über die Fahrzeugklasse. Ich weiß, da gibt es sehr, sehr viel Diskussionsbedarf, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. In meinen Augen haben sie ihre Daseinsberechtigung, das muss man ganz klar sagen. Dennoch ist die Frage: Würdet ihr euch den Qashqai kaufen? Ja oder nein? Habt ihr ihn vielleicht sogar gekauft? Wann? Warum? Und wie ist eure Erfahrung mit dem Nissan Qashqai? Schreibt es mir unten in die Kommentarbox. Ich sage tschüss und servus, euer Ubi.